Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Wir wollen heute mal reingucken, wie die Kollektivenergien sind. Das bedeutet, die Energie kann mit dir zusammenhängen, muss sie aber auch nicht. Es ist ein allgemeines Orakel und du schaust wie immer in eigener Verantwortung. Na, da dreht sich als allererstes das Rad des Schicksals hier für uns um. Das hier sind die Wild und anderen Tarotkarten und wir gucken mal rein, was wir heute bekommen. Das Ass der Schwerter, genau wie gestern, das Rad des Schicksals. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du gedanklich mal ein bisschen abschaltest, um hier aus dir selbst heraus zu florieren. Das sind die sechs Stäbe. Eine erfolgreiche Transformation, eine erfolgreiche, leidenschaftliche Umwandlung deines eigenen Seins, deiner eigenen Innenwelt. Du kannst hier wirklich kreative Wege heute gehen, um dich mit dir selbst zu verbinden, zu stabilisieren, vier Münzen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass du nochmal an deinem Energiesystem arbeitest oder dich mit deinen Emotionen beschäftigst. Irgendetwas möchte hier noch gereinigt und geklärt werden. Auf jeden Fall kommt mehr Stabilität in dein Feld hinein. Wie schön. Der König der Münzen, hier dargestellt als Hirsch, als der Sonnengott des Waldes, die Verkörperung der Göttlichkeit auf Mutter Erde. Hier kommt wirklich Gutes rein. Es ist an der Zeit, auch hier deine Kraft anzunehmen, zu erkennen, was du alles selber machen kannst, wie du dir selber helfen kannst, aber auch zu erkennen, wann es an der Zeit ist, um Hilfe zu fragen. Dann haben wir hier noch den Ritter der Schwerter. Es kann sein, dass dich heute ein Geistesblitz ereilt, irgendetwas, was hier so schnell reinkommt. Ja, wir haben hier diese Blitze, das Ass der Schwerter und da noch einmal den Ritter der Schwerter. Vielleicht überbringt eine externe Person dir eine Botschaft. Vielleicht hilft dir jemand durch Energiearbeit, welcher Art auch immer, dich zu stabilisieren. Auf jeden Fall solltest du deinen Fokus darauf richten, dich selber gut aufzustellen. Ich hätte gern heute noch eine Karte. Eine Karte hätte ich gerne noch. Ah, natürlich sind es zwei. Der Running Gag. Wir haben hier den Turmsturz. Ich sage ja, hier kommt etwas ganz schnell rein mit diesen Blitzen. Es ist wie eine tiefgreifende Erkenntnis, die du einfach nicht leugnen kannst. Und dazu die zwei Münzen als Klärungskarte sagt, du hast hier die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Gehe ich rechts, gehe ich links? Wie handle ich diese Informationen, die ich bekomme? Was mache ich damit? Kann ich da rauswachsen? Ja, wir haben hier den Schmetterling, da den Schmetterling. Kann ich mich über dieses Problem erheben? Kann ich lernen, diese Energie, die da reinkommt, diese Münze, die da auf mich zukommt, zu nehmen, um daraus Stabilität aufzubauen? Es kann sein, dass es nochmal ruckelt und anstrengend ist, dass du vielleicht nochmal das Gefühl hast, belastet zu werden. Oder auch vor dem Kopf gestoßen zu werden. Aber so im Großen und Ganzen sieht es hier so aus, als ob dieser Moment, wo es vielleicht auch schmerzhaft ist, wo Altes zusammenbricht oder eine Wertvorstellung zusammenbricht, vielleicht aber auch, wo sich eine energetische Blockade aus deinem System löst, wo du merkst, wo der Schuh drückt und dann kannst du dieses Thema halt bearbeiten und wenn du bereit bist, dann auch vielleicht loslassen. Also das sieht doch heute sehr schön aus. Ich finde, die Legung ist sehr angenehm von der Energie her heute. Und die Tagesenergiezahl ist heute übrigens die 634. Und es bedeutet eben, dass du in die Chakrenmeditation gehen solltest, gucken solltest, wie du dein Energiefeld aufstellst. Und spür in dich hinein, spür auch die Prozesse, die in deinem Körper ablaufen, um einfach dich wieder mehr mit dir selbst zu verbinden, wieder näher an dich selbst heranzukommen. Und nicht mit deinem Bewusstsein immer in der Zukunft zu leben oder in der Vergangenheit zu leben oder halt in dich in Eventualitäten zu verlieren. Das kann hier auch auf gedanklicher Ebene sein, dass du deinem Gehirn sagst, dass jetzt mal Ruhe ist. Dass du mal auf dein Herz hören kannst und dass die Gedanken einfach zu viele sind, um sie zu handeln gerade. Ja, ihr Lieben, wenn du mehr davon wissen möchtest, was es mit den Energiezahlen auf sich hat, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei, da hast du das dann jeden Tag visuell vor Augen und ich hoffe, das gefällt dir und erinnert dich daran, welche Energie dir für den heutigen Tag wichtig ist. Falls dir die Legung gefallen hat und du noch nicht abonniert hast, drück gerne auf den Abo-Button, lass mir einen Kommentar da oder ein Like und wer möchte, kann sich gerne mal auf meiner Homepage umschauen, ein persönliches Orakel buchen oder sich den ein oder anderen Achtsamkeitstipp abholen.
Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen früh wiedersehen. Gehabt dich wohl. Bis dann.